Leute, ich stelle euch heute ein Video vor, wie man mit seinem Rathaus auf Level 5 sein Dorf verbessern kann. Ich gebe euch dabei ein paar Tipps. Ihr stellt das Dorf immer in die Mitte als erstes. Danach zum Beispiel hier in den Minenwerfer, damit er das ganze Feld im Sicht hat. Danach die Luftabwehr, damit er auch das ganze Dorf im Sicht hat. Dann hier ein Bogenschützenturm. Warte. Yeah. Ups. Na, ja. Ja, dann stellt ihr da noch hin, was ihr wollt. Ich werde da jetzt... Mist. Nein. Ich werde da jetzt noch eine Kanone hinstellen. Und dann, wo sind sie denn? Da sind sie. Werde ich jetzt meine Mauern da drum stecken. Ups, ups, ups. Ja, Mann. Und jetzt so, und jetzt so. Oh. Irgendwas ist hier falsch. Entfernen. Hier an hin. Da hoch, wieder entfernen. Dann hier. Ups. Dann hier, dann hier, dann hier. Wieder entfernen. Dann. Mist, jetzt habe ich keine Mauer mehr. Jetzt brauche ich mal Level 5. Reihe wählen, entfernen. Dann mache ich die dann jetzt dahin. Ja. Und ja, so, jetzt, wenn die euch angreifen wollen, müssen die erstmal in das Innere von eurem Dorf gehen. Das war's ja noch nicht. Da stellt ihr hier ein, oder wo ihr wollt, ein Schützenturm hin. Stellt das da hin, umrandet das auch einmal. Fern. Dann macht ihr es weiter. So, und dann stellt ihr am besten noch einen davon hin. So. Geht gut werden, Alter. Ein weiter immer noch. Und entfernen. So, da ist euer Dorf ja schon gut. Aber da fehlt trotzdem noch etwas. Ihr habt ja immer noch zwei Kanonen, die ihr irgendwie da reinsetzen müsst. So, dann setzt ihr erst dahin. Und meinen Magierturm, den werde ich hier hinsetzen. So. Jetzt umrande ich die beiden auch noch. Entfernen. Irgendwie habe ich, glaube ich, kein Internet, aber was ist hier los? Doch, habe ich. So, dann ist das auch schon wieder gut. Wie ihr gerade, glaube ich, gesehen habt, ist mein Akku leer. Ja, mache ich jetzt erstmal weiter. Stelle ich am besten hier noch einmal hin. Ja. Und dann so. Ja, das war auch schon mal gut. Und jetzt habe ich noch ein paar Mauern für meine Goldlager. Da passen zwar nicht alle rein, aber ja. Stelle ich einmal weiter in Sicherheit. So. Und dann versuche ich es möglich noch zu umranden. Zwei habe ich noch. Shit, da fehlt noch einer. Ja, da setze ich jetzt einfach die Level 1 Mauer dahin. Und zwar von euren Fallen. Auf jeden Fall. So, dann ist euer Dorf schon wirklich gut aufgeschützt. Denn dann kommen die da nicht wirklich sehr gut ran. Und alles wird wirklich gesichert. So, da stellen wir die Bomben nochmal. Ein hier hin. Und ein nochmal hier hin. So. Oh, dann stellen wir doch die Bombe hier woanders hin.
Und damit wir möglichst viel Platz verschwenden, damit die nicht so schnell angreifen können, stellen wir stellen wir die da so hin. So, immer zwei Plätze, damit die in der Mitte nicht angreifen können. So. Da. Und da stelle ich den hier auch noch. Hier hin. Ja. Dann können die hier, wenn die das Lager angreifen, dazwischen noch nicht kommen. Also. So, irgendwie diese Dinger dahin. Ist aber auch egal. So, die sind ja jetzt alles geschützt. Stelle ich die beiden Bomben dahin. So. Und so. Gut. Jetzt stelle ich die Dinger dahin. Stelle einen hier hin. Damit die sofort in das Lager rein können. Kein Bock jetzt immer zu warten, bis die da angekommen sind. So, stell die immer einen Rand davon entfernt, damit die nicht so schnell angreifen. So, jetzt stelle ich noch die zwei hier irgendwo hin. Und hier. Das hier auch. Okay. Aber ich habe immer noch zwei Bomben, da stelle ich die doch noch lieber hier hin. Das wäre am besten, sonst werden die mich so schnell töten hier. So. Und die stecke ich mal schön an hier hin und an hier hin. Die Clanburg habe ich gerade aufs Level 2 gemacht. Sieht auch super aus. Und ja, da stelle ich die beiden Bauhütten am besten hier in die Ecken, damit die nicht gleich 100% bekommen. Ja, und dann bekomme ich weniger Minuspunkte, falls die mich fertig machen. So. Nö, das sieht kacke aus dabei. Stelle ich die doch noch da rein. Okay, ich stelle das doch noch da rein. Okay. So. Jetzt aber. So, wenn ihr euer Dorf genau so habt, ist das schon gut, denn dann ist alles wirklich super geschützt. Hier, da kommen die alle nicht dahin wirklich. Und der Magierturm steht immer überall außen vor. Der Minenwerfer und die Luftabwehr ist das Wichtigste, damit die immer schön alles von oben und unten platt machen können. Also das war mein Video. Ciao Leute, wir sehen uns. Ach ja, ich habe noch was vergessen. Wenn ihr... Moment kurz. Ich komme gleich. Moment. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich abonnieren und liken. Wenn ihr keine Lust habt, ist es nicht schlimm, aber ja, dann ciao.